Guten Abend, meine lieben Mitstreiter aus nah und fern. Mein heutiges Thema lautet Stuttgart 21 nach 250 Wochen immer noch unerledigt. Unerledigt, sagt man in Schwaben zu einer Sache, die nicht fertig wird. Großer Mist, sagt man in Schwaben zu einer Sache, die zu nichts taugt. Demnach ist Stuttgart 21 derzeit immer noch ein unerledigter großer Mist. Und was ist unerledigt? Beginnen wir in der Stuttgarter Talebene, drüben bei der alten Neckarstraße, die oben verläuft. Darunter künftig die Straßenbahnhaltestelle, darunter der neue Bahntunnel vom Flughafen her und nochmals darunter, nicht als Tunnelbau, sondern als Tagesbau der Nesenbach-Dücker. Allesamt ein gigantisches Bauwerk in vier Ebenen, mit denen wir zu rechnen haben. Denn die Bahn hat vom Eisenbahnbundesamt, um Kosten zu sparen, die Genehmigung erhalten, jetzt in offener Bauweise dieses gigantische Loch an der engsten Talstelle zu errichten. Und das alles, wie genannt wird, aus öffentlichem Interesse. Die Öffentlichkeit aber sind wir und nicht das Eisenbahnbundesamt. Und was erwartet uns da drüben? Umleitungen auf Straße und Straßenbahn, Umsägen von Bäumen, bedrohliche Annäherung an das unterirdische Mineralwasser und Hochwassergefahr aus unserem unberechenbaren Nesenbach mit unüberschaubaren Folgen. Gehen wir weiter in Richtung Bahnhof, stoßen wir auf den bereits baumlosen und zerstörten, früher schönen sogenannten Schlossgarten, auf den inzwischen sogenannten Feldherrnhügel, in dessen Nähe am Schwarzen Donnerstag Stuttgart 21 Gegner durch Wasserwerfer teilweise schwer verletzt wurden. Sie dürfen aber nicht erstaunt sein, denn es ist ein seltsamer Hügel geworden. Ein seltsamer Hügel, denn dort, meine Lieben, ist ein Wunder geschehen. Als nämlich Polizeipräsident und Staatsanwalt, allesamt Befürworter von 21, die Lage beobachteten, wurden plötzlich aus den gefährlichen Wasserstößen wunderbar friedlicher Nieselregen. Ein Wunder für wahr, dass dort passiert ist. Bald stoßen wir dann auf unseren markanten Bahnhofturm, 1916 fertiggestellt, 58 Meter hoch. Sechs Buchautoren schreiben von Eichenpfählen im Untergrund, auf denen er stehen soll. Eine Institution, die Bahn, spricht von Eisenpfählen. Wer hat recht? Eine bautechnisch schnelle Freilegung könnte dies klären, so man dies überhaupt will. Die Bahn weigert sich. Und warum weigert sie sich? Dafür gibt es für mich nur einen Grund, weil der Turm auf Eichenpfählen steht und weil die Eichenpfählen auf Wasserentzug plötzlich verheerend reagieren können. Zur Herstellung des riesigen Bahnhoftroges von der Neckarstraße zur Kriegsbergstraße müssen bekanntlich 3500 Betonpfähle, allesamt 15 Meter lang und bis zu 29 Meter unter Erdniveau, eingerammt werden, und zwar mit je 125 Schlägen. Es werden dadurch erforderlich
alle 15 Sekunden ein Schlag, pro Minute 4 Schläge, pro Stunde 240 Schläge, pro Tag 5760 Schläge und in 6 Monaten 1.036.800 Schläge mit Schallwellen vom Kessel bis zur Höhe. Auch das wartet noch auf uns. Aber alle diese Betonpfähle bleiben für immer und ewig ein Betonbellwerk quer durch den Talkessel mit nicht abschätzbaren Folgen. Und das scheint niemand zu stören. Nicht die Bahn, nicht die Stadt, die von einem grünen OB regiert wird. Es stört nicht die CDU, es stört nicht die FDP, die Grünen offenbar, es heißt, dass nur die Linken und offensichtlich nur sie und mich dadurch gestört werden. Zur Leistungsfähigkeit des Tiefbahnhofs gibt es eine glasklare Aussage. Der heutige Bahnhof hat 16 Bahnsteiggleise und leistet pro Stunde 152 Züge. Der neue Tiefbahnhof hat 8 Gleise und leistet 32 Züge. Und diese Reduzierung kostet uns 7 Milliarden. Ein sehr schlechtes Geschäft für uns. Der neue Tiefbahnhof hat geneigte Gleise mit einem Höhenunterschied zwischen Lok und letzten Wagen eines IC von 6 Meter. Man lässt diese Einmaligkeit auf deutschen Bahnhöfen zu, weil außer Anhalten und Weiterfahren alle übrigen Arbeiten am Zug im Abstellbahnhof Unterdürkheim und nach neuesten Nachrichten auch in Oberdürkheim und Stuttgart-Münster geplant sind. Wie soll das geschehen? Will man dem Lokführer vorschreiben, er darf bei eventuellen Bremsfehlern, die zum Ablauf besetzter Reisezüge führen können, nicht im geneigten Tiefbahnhof, sondern das erst in Unterdürkheim machen? Man müsste sagen, lieber Triebfahrzeugführer, wenn du vorhast, einen Fehler zu machen, verschieb das bis nach Unterdürkheim, dort rollen die Züge nicht ab. Zwischen Nordausgang und Bahndirektion wird zurzeit unterirdisch die technische Einrichtung für das künftige Zentralstellwerk Stuttgart gebaut. Irgendwann soll dann entschieden werden, ob das Stellwerk von hier aus oder von Karlsruhe aus gestellt wird. Gehen wir weiter in Richtung ehemalige Bundesbahndirektion. Die bislang nur der Eingangsbereich abgebrochen und eingelagert wurde, weil nur dieser Teil bautechnisch wertvoll sei. Man fragt sich, und was passiert mit dem großen Rest? Abbrechen wäre möglich, einlagern kaum. Noch weniger Vertrauen in die Bautechnik der Bahn hat offenbar die Industrie- und Handelskammer Stuttgart. Bis dorthin zur Kriegsbergstraße reicht der künftige Tiefbahnhof. Und nach vollzogenem Abbruch der Gebäude 30 und 32 hat die Handelskammer jetzt auch noch ihr Nachbargebäude, das Hochhaus Nummer 34, nach Steigerung des Verkaufswertes von 3 auf 7,3 Millionen auf Abbruch an die Bahn verkauft, denn die Bahn traut sich nicht zu, dieses Gebäude zu unterfahren. Sie haben gerade das Wort Abbruch gehört. Das erinnert mich daran, meine Rede auch abzubrechen. Und bleiben Sie weiterhin im Widerstand gegen Stuttgart 21, denn es gilt mehr als je, oben bleiben.
Dankeschön.